Ja, hallo, mein Name ist SaintDLP und ich mache Let's Plays für euch. Hier auf der Seite findet ihr ein paar ausgewählte Games, die ich bereits abgeschlossen habe, Let's Play technisch. Hier unten findet ihr die Links zum Kanal, zur aktuellen Playlist und natürlich zum nächsten Part, sofern dieser schon released ist. Und jetzt ab zum Game. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 1. Und wir sind hier immer noch bei der Erstürmung. Feindliche Panzer zerstören? Mit was denn? Nein, hier, Fragomaten. Ah, Granate! Ja, das Problem ist, dass ich keinen Dings mehr habe. Ach so, alles klar, ich hab's verstanden. Ich geh mal hin. Und geh mal wieder zurück. So, der erste ist down. Den hat's zerlegt, wo ist der andere? Alter Schwede, ist hier was los, Junge. Ja, ja. Hm, so schlau bin ich auch. Aua. Schleichen wir mal von hinten ran. Mahlzeit. Und wieder weg. Und pam. Ja, Junge, da muss ich sie festhalten hier. Was? Schützen Sie Ihren Trupp, während die Lüftungsschächte durchbrochen werden. Ich soll hier was machen? Ja, dann seht mal auf die Scheiße. Gib Gas, Junge. Wo hat denn der das Ding eigentlich gehabt? Hinten auf Rücken? Da kommen sie. Nee. Sollen wir da jetzt rein? Sollen wir da rein? So, abseilen. Wow. Nice. Team 1 geht rein. Team 2 geht zur Sicherheitszentrale. Team 3 betritt die Basis. Bravo Team, wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Die Startkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen Sie die Abbruchcodes hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Yes, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale. Soap, Griggs und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? Wir versuchen noch immer die Abbruchcodes zu bekommen. Over. Zum Teufel damit, wir geben unser bestes Ende. So. Auf zum Kontrollraum. Verstanden, Delta 6. Wir sind direkt über euch in der Lüftung. Passt auf, wo ihr hinschießt. Ja, das. Das wäre nett. Captain Price, hier 2 Yankee 6. Wir stoßen im Südflügel auf heftigen Widerstand. Sie haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Probiert euch mit Team 2 und helft ihnen, die Kontrolle über die Basis zu erlangen. So, wir sind drin. Verstanden, Sir. Wir ziehen uns zurück und schließen uns mit Team 2 zusammen. Yankee 6, Ende. Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abbruchcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Verstanden. Kommt ihr? Verschenkt,
Ach du Scheiße. Da gucken wir hier um die Ecke. Guck mal gerade mal da vorbei. Da schon wieder Granaten. Boah. Aufschlag in 10 Minuten. Ach du Scheiße. Oh, Granate. Wo muss ich hin? Gott, ich bin total verwirrt. Noch eine Granate. Ja. Aber wisst ihr was? Das mit den Granaten, das kann ich auch ganz gut. Wir haben noch 10 Minuten. So, können wir jetzt hier weiter vordringen? Durch die kalte Küche? Scheiße, wer kommt denn da alles? Mann, das kommt voll hier. So, was ist? Kommt ihr mit oder? Aua. Sehr gut. Der war nicht so gut. Der da. Das ist ja unser. Wo kam der denn auf immer her? Wo müssen wir lang? Da? Ja, jetzt rennt Price vor, oder? Das kann er gut. Ja, wir gehen D-Zug. Muss ja hier auch immer alles schön geklärt werden, ne? So, wer nimmt den Schädel raus? Du? Nachladen. Ja, natürlich steht da einer. Da steht auch noch einer. Schön. Wo ihr euch alle so versteckt. Da gibt's noch. Du Drecksau. So, der ist down. Er ist da bestimmt hier. Ne, hier ist diesmal keiner. Aber da war einer. Der ist down. Uns? Ach du Scheiße. Von hinten schießt auch schon wieder irgendwas. Ja. Genau. Ja, wir haben 5 Minuten haben wir noch. Schön. Wir müssen noch ein bisschen Jass geben hier. Sir, was ist da los? Was sagen Sie? Wir haben einen verdammten Countdown
Was macht der? Sieg hin. Drecksau lebt noch, ey. Ja. Machst du nix, wa? Natürlich kommt da noch einer. Und von hinten auch noch. Das ist unglaublich. Ja, wie soll ich denn das machen? Könnte man ihnen helfen? So klar. Selbstzerstörung der Raketenbrau. Sie haben noch 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Es wäre ja schön, wenn unsere Leute auch mal so ein bisschen war, da mal den Grinsen hinhalten würde. Und nicht nur, wenn es safe ist. Und nicht schön. Boah. Komm, du bist doch noch da. Warum eigentlich immer von den Granaten wegrennen? Wo sind wir denn hin? Wenn man ihnen einfach entgegenläuft. So ein Price steht da wie so ein Held. Alles safe. Hier sind wir erst. Scheiße. Problem ist, dass von rechts und links auch immer welche kommen. Sprich, da drinnen stehen. Da kann man hier noch so viele umlegen. Bringt gar nichts. So wie hier und von hinten. Natürlich. Ja, das weiß ich auch. Aber es ist schön, dass meine Kollegen hier auch mal ein bisschen was klären, Junge. Es ist zum Unglauben. Ja, natürlich jetzt noch eine Granate in der Fresse. Alter. Boah. Ja, wenigstens sind wir jetzt hier an der Treppe. So, gleich ein bisschen vorstürmen. Nachladen, ducken und da hinten drin metern.
Guck. Kommt jetzt keiner mehr? Ich muss hier weg. Die Granate weg. Ah, noch da im richtigen Moment. Nachladen. Kommt mal einer mit hier? Immer Musik alter Lieder machen. Kotzt mir so an. Ja. Was wollen wir? Wir schießen hier. Junge, nimm dein Grinsen raus. Ihr braucht da nicht mehr rufballern. Ach du Scheiße. Schön, wenn von hinten und von vorne kommen sie. Und meine Kollegen sind einfach nur hummeldumm. Echt krass. Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Schauen dieses Parts. Ich freue mich natürlich immer über ein Like und natürlich viel mehr über einen Kommentar von euch unter dem Video. Hier seht ihr nochmal die Games, die bereits abgeschlossen sind, ein bisschen themenbezogen sind so, zum jetzigen Let's Play und natürlich den Kanallink, den Playlist-Link und natürlich auch den Link für den nächsten Part, sofern dieser schon released ist. Kann sein, dass der noch nicht verfügbar ist. Von daher geduldet euch ein wenig und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid.